Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass jetzt die letzten paar Tage keine Videos kamen. Ich war ja doch recht viel auf Events unterwegs, wie die Gamescom. Dann war ich nochmal zeitweilig in Hamburg im Rechenzentrum. Es war immer wieder etwas, deswegen kam ich nicht dazu, Videos zu machen. Jetzt soll es aber wieder ab dieser Woche loslaufen, beziehungsweise ab heute. Ja, dieses Video produziere ich auch mal wieder kurz vor knapp. Aber das soll besser werden am Freitag. Ich habe jetzt noch die letzten Änderungen an Defathlon fertig gemacht an der Webseite. Für die Leute, die den Defathlon noch nicht kennen, das ist jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Der Defathlon ist halt ja ein Entwicklercontest. Der wird gesponsert von Verohost und Syntax Phoenix. Falls ihr euch noch nicht angemeldet habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Wir haben auch nochmal die ganze Seite geaktualisiert. Da stehen jetzt auch nochmal zu jedem Entwickler, der dahinter steckt, steht was. Guckt euch die Über uns Seite nochmal an. Da steht jetzt auch nochmal genau die Bewertungskriterien. Haben wir noch angepasst. Ja, und ich hoffe mal, dass sich alle Leute, die Bock haben, da anmelden werden. Auch wenn ihr meint, ach, ich habe ja nicht so viel Zeit. Oder ich habe noch nicht so viel Erfahrung gemacht mit. Die erste Runde ist eh eine Kreativrunde. Das heißt, die kreativste Idee wird am ehesten gewinnen. Solltet ihr auch in Bewertungskriterien sehen, das sind mal eben 25% allein für die Idee. Und das ist ein Viertel. Klar, wir achten auch immer auf Codestar etc., aber trotzdem ist das halt das Geringste. Naja, aber abseits davon möchte ich jetzt heute zum Video vorher reinkommen, nämlich zum UI-Talk-Video. Heute habe ich mir Opus X rausgesucht, für die Leute, die Opus X noch nicht kennen. Das ist ein Webhoster. Scheint sogar recht groß zu sein, zumindest von dem, was sie hier schreiben. Angeblich 10.000 Kunden. Kann ich jetzt nicht verifizieren. Ich kenne den Hoster nur unter dem alten Namen EU-DevNet. Ja, und heute möchte ich einfach mal die Webseite durchgehen. Ich muss dazu sagen, ich habe die Seite mir einmal kurz angeguckt. Ich habe aber trotzdem nicht Zeit gehabt, irgendwie Fehler zu entdecken. Das heißt, wir gehen das jetzt einfach so mal durch und gucken mal, was dabei rumkommt. Fangen wir einfach an. Oben haben wir die News, die E-Domains bereits ab 6 Euro im Jahr. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Prepaid-System-Blog. Und dann halt hier noch die Telefonnummer. Warum der Block hier oben ist, verstehe ich nicht. Der kann an sich hier besser viel hier unten runter. Ah, hier, unter Support. Okay. Warum ist der denn da oben? Das macht keinen Sinn. Warum ist das Prepaid-System hier? Das erklärt mir dann jetzt, wie Payments funktionieren. Okay. Also dieses Ladeding finde ich persönlich dämlich. Oder ne, nicht dämlich, aber nervig. Ich finde, das ist eine Sache, die sollte eine Webseite nicht haben, so ein Ladebalken. Ich kann verstehen, dass hier und da Bilder geladen werden. Das kann aber auch im Hintergrund gemacht werden. Ich brauche ja nur die Startseite. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich gehe jetzt mal zum Beispiel, schon, ich gehe jetzt mal auf das Prepaid-System. Und ich gehe jetzt nochmal zurück. Ihr seht, die Seite ist eigentlich geladen. Und dann lädt er noch währenddessen. Das kann im Hintergrund gemacht werden. Das ist eigentlich so eine Feinheit. Das Tippen kennt ihr selbst von meiner Syntax Phoenix-Seite, wenn ihr die schon mal angesehen habt. Kennt man von Nöz. Das ist eigentlich ein bekanntes Feature, nutzen viele, sieht aber auch cool aus. Was mich ein bisschen stört, das habe ich letztens schon gesehen, wenn man hier ein bisschen durchklickt. Nur als Beispiel hier, die .ch-Domain sieht man gar nicht. Zumindest nicht bei mir, also ich kann die fast nicht erkennen. Hier ist ein bisschen kontrasttechnisch, das ist ein bisschen tief gelaufen. Hier auch zum Beispiel. Da hätte man den Hintergrund ein bisschen abdunkeln müssen. Ansonsten finde ich das sehr gelungen. Was ich jetzt davon halte, dass jetzt das cPanel nutzen, weiß ich nicht, aber sollen sie ruhig machen. Bei den direkten Werbung. cPanel ist, glaube ich, auch eine bekannte Verwaltungssoftware. Was ich sehr gut gelungen finde, ist hier dieser Übergang zwischen diesem Bild und den unteren Angeboten sozusagen. Die Angebote, die Pläne sind ganz gut konfiguriert. Blau und Gelb sind eigentlich ein ganz guter Kontrast. Mit dem Weiß finde ich das sehr clean. Sieht sehr ordentlich aus. Der mittlere Plan hier, die Cloud VPS, noch mal ein bisschen hervorgehoben. Ähnlich wie ich das auch gerne mache. Ich hätte zu dem Hervorheben die ein bisschen größer gemacht, wenn man die halt wirklich bevorzugt bewerben möchte durch diese Hervorhebung hier, ansonsten alles okay. Was ich jetzt, ja, diese Buttons, diese hochsliden, okay. Gibt es halt dann wahrscheinlich hier einen Bug, ja, guck. Naja, gibt so einen schönen Bug, sag mal wieder. Aber ansonsten an sich, die Buttons sind cool. Hat echt was, dieses individuell konfigurieren, okay. So ein kleines Label, small, ich weiß nicht. Ja, okay. Kann man akzeptieren, ich finde es nicht perfekt. Da hätte man zum Beispiel noch ein bisschen was machen können. Das mit den Hochsliden finde ich gut. Proven Expert kennt man, ist halt so typisch eingebunden. Das passt aber auch sich eigentlich an die Seite. Die Bewertung hier. Ich weiß nicht, woher die Bewertungen kommen. Ob die hier oben von Proven Expert gezogen werden. Aber Bewertung stammt von Proven Expert. Okay, wenn man nicht lesen kann, ist mit einem kleinen Vorteil. Eigentlich ganz okay. Das hier finde ich fällt texttechnisch total raus. Weiß nicht, ob ihr das seht. Aber es ist eine andere Schriftart als hier oben. Nicht so dolle. Ansonsten aber hier zum Beispiel der Akzent ist sehr sinnig gesetzt. Hier ein leichter Übergang, dafür sind dann die Bereiche getrennt. Hier mit diesem Übergang auch sinnig.
Dann halt hier mit einem schönen Pattern dahinter, finde ich auch sehr gelungen. Das Schwarz sticht sich ein bisschen mit dem Hintergrund, ist aber akzeptabel. Vom Lesen her finde ich es jetzt nicht ganz so gut. Muss halt jeder dann für sich selbst entscheiden. Wieder schöne Icons, sogar zweifarbige Icons finde ich sehr gelungen. Gibt es jetzt mittlerweile auch bei Font Awesome, haben die jetzt auch eingeführt. Sollte man auf jeden Fall nutzen, wenn man die Möglichkeit hat. Hat ein bisschen mehr Effekt. Dann halt hier die einzelnen Bereiche. Ja, Geschwindigkeit, Sicherheit, modernste Server-Hardware haben wir einfach ausgezeichnet. Finde ich sehr gut. Die Navbar will ich jetzt auch nochmal eben angehen. Die habe ich jetzt gerade eben noch gar nicht bewertet. Fällt mir gerade auf. Hier haben wir so einen Balken, der sich darin bewegt. Ich würde sagen, es ist jetzt ein GIF. Finde ich aber eigentlich ganz gut mit diesem Balken. Hat ein bisschen, bringt ein bisschen was in die Seite rum. Gut, klappt natürlich nicht aus. Hier klappt das aus. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich mag das eigentlich so mit diesen designten Sachen. Besser als eigentlich das normale Dropdown. Trustify demnächst, okay. Service und Projekte. Ja, das klingt doch ganz gut. Kostenloser CDN-Zugang, das hier finde ich auch sehr gut, halt wirklich mit dieser Map, wo man diese Punkte drauf gesetzt hat. Also mir persönlich gefällt das, ich finde das auch sehr gelungen. Hier auch wieder so ein Übergang, hier der Opus X-Block beworben. Hier muss ich ganz ernsthaft sagen, das beißt sich, Hintergrund beißt sich eigentlich mit dem Label. Ob man es so will, ist die andere Frage. Hier ist ein Slider, was mich stört ist, das slidet halt durch, man möchte vielleicht was lesen, aber man kann halt hier nicht weiter sliden. Aber ansonsten okay. Ach so. Oh, okay, ich habe nichts gesagt, man kann das so schieben. Das ist ja mal geil. Das hat was. Okay, es tut mir leid, ich habe zu voreilig gehandelt. Ansonsten gut. Hier auch, dass die einzelnen Sachen ein bisschen hochgehen, finde ich gut. Hat aber ein bisschen unschön zurückkloppen. Erst hochsliden und dann zurückklingen. Unten wieder das GIF. Ansonsten hier eigentlich so eine sehr schöne Auflistung der ganzen Sachen. Opus X hier nochmal im Hintergrund, finde ich auch ganz gelungen. Hier nochmal eine E-Mail-Adresse, abonnieren Sie unseren Newsletter, um Neuigkeiten und Updates zu erhalten. Copyright 2019. Hier oben auch wieder so ein Slide nach oben Button. Ich finde die Dinger immer noch ausgelutscht und ich weiß nicht, ob man die zwingend braucht, aber gibt's halt überall. Das Gelb hier auch. Ja. Also die Seite ist gelb-blau, aber das sieht man doch fast gar nicht, das Gelb. Also seht ihr das? Ich weiß nicht. Also bei mir zum Beispiel auf dem Bildschirm ist der Kontrast relativ niedrig zwischen dem Gelb und Weiß, zum Beispiel vor allem bei Instagram. Ansonsten finde ich eine ganz solide Seite. Wie gesagt, dass hier oben die Navbar nicht ist, finde ich irgendwie schade. Nee, die Navbar ist hier unten drin. Ach so, die ist da. Ja, okay, gut. Ja, an sich sonst aber ganz okay. Also ich finde die Seite ist eigentlich ganz gelungen. Hier und da können wir ein paar Kleinigkeiten ändern. Und wie gesagt, vor allen Dingen zum Beispiel jetzt hier, dass man hier den Text ein bisschen anpasst. Hier das irgendwie hervorhebt, dass das nicht sozusagen so auf dem Hintergrund ist, weil das schlecht lesbar ist. Ja, und dass man hier vielleicht den Plan noch hervorhebt, wenn man ihn schon hervorheben möchte. Ansonsten eine gelungene Webseite, finde ich sehr modern. Habe ich auch tatsächlich mal nicht viel auszusetzen. Also mir persönlich gefällt sie. Wenn ihr jetzt sagt, wenn ihr jetzt irgendwelche Einwände habt, schmeißt doch mal in die Kommentare. Und ansonsten schmeißt auch gerne nochmal Vorschläge für die nächsten Projekte bzw. Webseiten, die ich hier begutachten soll, mal einfach in die Kommentare. Dann können wir auch mal drüber sprechen. Und dann gehe ich mal durch die Seiten durch. Dann ansonsten kann ich mir sagen, als eigentlich tschüss und nur noch sagen, dass halt ab jetzt auch wieder regelmäßig Videos kommen und ja, von daher bis dahin, ciao.